So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem langweiligen, wahrscheinlich wöchentlichen Unboxing-Video. Die Messe nähert sich ja, auch wenn es noch 3 Monate hin sind, kommen jetzt trotzdem so nach und nach die ersten Neuheiten an. Und Unboxing-Videos haben ja durchaus eine Daseinsberechtigung. Manche Leute finden die total spannend. Ich glaube, Karl guckt jedes Unboxing-Video vom Dice Tower und Leute haben einfach Spaß daran zuzugucken, wie andere Leute Sachen auspacken und daran, dass ich euch jetzt auch mal teilhaben. Das hier ist Katharina von Johannes Schmidauer König vom DLP Games Verlag. Das hatte ich ja in meinem GenCon Preview Video drin, habe es angefragt und es ist eben sogar schon da. Das heißt, das werden wir in Kürze auf den Tisch bringen. Es dauert auch nur 30 bis 45 Minuten. Na, hier ist ein bisschen Flufftext bei, ein Spielmaterial, 110 Spielkarten, 48 Residenzen, 4 Gunstmarker, 4 Siegpunktmarker, 48 Warenplättchen, 4 50- und 100-Punkte-Marker, 6 Jokerplättchen und eine Spielregel. Und wir schauen noch gleich einmal rein. Wie gesagt, Live-Let's Plays und das Rezensionsvideo dazu, die Besprechungen gezockt, gibt es dann auf jeden Fall irgendwann später. Und das ist erstmal vom Spielmaterial her überschaubar, ein bisschen Luft in der Schachtel, ist wahrscheinlich eine Standardgröße. Das hier, ja, kennen wir auch, alles sehr klassische Marker. Dann so ein Deck an Karten. Das ist ja so, dass man hier irgendwie Karten dann in so eine Reihe spielt. Man sucht sich von seinen Handkarten welche aus, die man dahin spielt. Und da muss man halt andere Karten spielen und die da drunter legen, um dann die Funktion der Karten zu aktivieren und dann irgendwie Punkte zu machen. Hier gibt es diesen Überblick. Anleitung sieht erstmal viel aus, aber sie ist bilingual. Englisch, auf Englisch heißt es auch Catherine, the Cities of Tsarina. Und auf Deutsch heißt es einfach nur auf der Vorderseite Katharina, auf der Seite die Städte der Zaren. Wie gesagt, das Spiel dauert nur eine halbe Stunde. Daher hat die Regel auch nur insgesamt 8 Seiten. Wobei wir, okay, das ist die englische Version hier, hier dann auch einfach Kartenfunktionen nochmal genauer erklärt haben. Übersicht der Aktionen und Boni. Das heißt, zum eigentlichen Spiel selbst. Dann haben wir hier den Spielablauf. Hier kommt dann schon die Endwertung. Da sind also nur knapp 1,5 Seiten. Das dürfte relativ schnell auf dem Tisch sein. Vielleicht habt ihr das sogar schon gesehen, bevor dieses Video hier online geht. Ich möchte immer so, ja, weil je nachdem, wie viel so reinkommt, ne, auch nicht nur die Spiele, die ich jetzt hier neu zugeschickt bekomme, sondern auch Spiele, die ich vielleicht aus der Spieleburg mitgenommen habe oder Spiele, die ich von Freunden habe oder wo auch immer her. Und es ist noch ein anderes Paket angekommen. Das war auch schon vorher da. Da war ich allerdings zu schlau und habe vergessen, die Kamera anzumachen. Das heißt, der Ton lief und alles. Deswegen habe ich das auch schon mal ausgepackt. Und das ist auch sehr spannend. Also zum einen viel Altpapier, aber ich habe es natürlich auch schon ausgepackt. Da freue ich mich sehr drauf. Carnival Zombie. Weil das Spiel ist ein Zombie-Spiel, ein kooperatives Spiel. Es soll eines der Highlights in dem Genre sein. Sieht jetzt vom Cover her erstmal gar nicht so aus. Und wenn man denkt so, aha, Karneval-Zombie klingt ja auch eher nach, das wird sich das Thema nicht so ganz ernst nehmen. Hier auf Deutsch von Taverna Ludica Games, das Seal of Excellence. Das soll richtig, richtig gut sein. Das sollte, glaube ich, auch schon vor einiger Zeit auf Deutsch rauskommen. Das hat sich jetzt aber ein bisschen verzögert. Und jetzt ist es gleich da, auch in der Second überarbeiteten Edition. Und ja, also ich weiß noch gar nicht wirklich so viel über das Spiel, ne, als Zombie zu Karneval. Man kann entweder einzelne Szenarien spielen oder im Kampagnenmodus mehrere Finals, wo man dann so Push Your Luck drin hat, gibt mehr was, was sich an Geschichten orientiert. Hier, dann haben wir auch so ein vollständig skalierbares Szenario. Hier haben wir eins, wo man auch irgendwie Geschicklichkeit braucht, keine Ruhe und kein Frieden, ist schnell und rasant. Und die Pest in Venedig ist ein Szenario, um das Spiel kennenzulernen. Ne, ein kooperatives Brettspiel für 1 bis 6 Spieler. Haben wir eine Gruppe von Charakteren, Zombies überrannte Stadt Richtung Festland. Als Gruppe von Helden suchen wir nach einer Fluchtmöglichkeit. Nachts kommen halt ganz viele Zombies und tagsüber holen wir uns. Und genau, insgesamt mit dem einen, was hier drin ist, sollen da über 500 Stunden Spielzeit drin sein. Die Kampagne soll ungefähr 2 Stunden dauern. Die Szenarien so 45 bis 90 Minuten. Das finde ich eigentlich auch eine ganz angenehme Spieldauer, dass man da halt nicht ewig und 3 Tage mit verbraucht. Ne? Auch hier essentielles Spielmaterial ist enthalten. Dann haben wir hier so 2 Standsbögen, wo dann ja, Zombies oder Charaktere drauf sind. Und das hier sieht so ein bisschen aus, wie wir das von hier Robinson Crusoe kennen, dass hier dann einfach die ganzen Szenarien
einzeln drin sind. Und da gibt es halt jede Menge von. Die Experimente des Dr. Guarini. Also das wäre wahrscheinlich die für die Kampagne und die fürs Einzelspieler oder für die Einzelszenarios sein. Das hier ist dann der Reiseführer für Venedig. Sprich, das sind die Regeln. Das sieht erstmal nach sehr viel aus. Aber ich sehe das auch. Das ist alles groß, schön bebildert. Mit vielen Beispielen dann wahrscheinlich auch. Also da muss man sich halt einmal durcharbeiten. Das sind schon ein paar Seiten. Aber ich glaube, wenn man schon mal ein Brettspiel gespielt hat, dürfte man hier relativ schnell drin sein. Das werde ich mir also auf jeden Fall gleich mal angucken. Dann haben wir hier den Spielplan. Das ist der Stadtplan von Venedig. Das muss ich vielleicht mit Karl spielen. Der mag ja kooperative Spiele. Und vielleicht hat Annika da auch Bock drauf. Die ist wahrscheinlich nicht so in Zombie-Spielen drin. Aber war auch schon mit Karl im Urlaub in Venedig. Und da erkennt man vielleicht irgendwas wieder, weiß ich nicht, dass wir hier so Herzschläge haben, auch spannend, wahrscheinlich, ne, sind das die einzelnen Zombie-Typen, die hier rumliegen, und dann wird's halt immer, ob die einen Herzschlag haben, vielleicht sind das, ne, 6 Spieler, vielleicht sind es auch einfach unsere Lebenspunkte. Dann haben wir hier noch Miniaturen drin. Ich finde auch ganz nett, dass hier, ne, Beth, Ma, Gon, Doc, damit kann man die einfach hinterher leichter zuordnen. An sonstigen Spielmaterial haben wir hier, ja, das, sind so ein paar Holzmarker dabei, gar nicht so super viele Karten, ne? Eine toskanische Zigarre, und dann haben wir hier auch noch, ja, irgendwie die Charaktere, und hier haben wir noch so Übersichten über die einzelnen Zombies wahrscheinlich, was die so können, und das war's dann auch schon. Es ist also alles in allem relativ überschaubar, nicht so mega umfangreich von der Spieldauer und von den Regeln her. Das heißt, das dürfte es hoffentlich auch noch in diesem Monat hier auf den Tisch schaffen. So, packen wir das mal kurz wieder alles ein. Außerdem ist auch noch Blood on the Clock Tower neu. Das habe ich neulich mal live gestreamt, das Unboxing dazu. Aber das hat sich nicht so gut gemacht. Ich glaube, also live ist natürlich für mich vom Produktionsaufwand her deutlich einfacher. Aber das war so ein bisschen langgezogen. Ich glaube, das wollte sich wirklich hinterher keiner angucken. Blood on the Clock Tower war ein Kickstarter, ich glaube 2019, 2020, und das ist richtig schwer, da ist auch nicht was drin, das habe ich jetzt auch schon ausgepackt und einsortiert, das hat ewig gedauert, und das ist quasi die krasseste Werwolf-Variante, die es so gibt. Nach dem, was ich gehört habe, soll hier sogar, also es für alle Spieler durchaus Spaß machen, aber der Spielleiter soll am meisten Spaß haben, weil der halt relativ viel steuern kann, der natürlich viel weiß, und das ist auch ganz spannend, ne? Hier ist so Filz auf der Unterseite, ja, gibt es bisher nur auf Englisch. Ne? Es gibt so verschiedene Module, das sind hier Travelers und Fabled, dann haben wir hier Trouble, glaube ich, kann man sehr schlecht lesen, Brewing, Secrets and Sects and Violets. Das hier ist die Anleitung. Und für so ein Social Deduction Spiel, das ist wie Werwölfe, also das ist auch nicht klein geschrieben, ne? Das ist schon wirklich viel Anleitung, aber die ist modular aufgebaut, ne? Worum geht's in dem Spiel? Running die Spiele, wie man halt großes Storytelling macht, wie man dann irgendwie noch weiter vorangeht. Das ist also was eben auch wirklich nur der Spielleiter lesen muss. Der muss es dann eben den anderen Spielenden gut erklären. Da gibt's aber auch dann so Übersichten, mit denen man das ganz gut machen kann. Also von der Materialqualität her ist das wirklich krass. Na, das ist dann hier das Setup und hier so eine Übersicht, wie man dann die Regeln erklärt, bevor das Spiel startet, vor der ersten Nominierung, wie man das, ne, was die ganzen Symbole und so hier zu bedeuten haben, wie die Aufteilung der verschiedenen Charaktere bei den unterschiedlichen Spielerzahlen ist. Man kann das von 5 bis mehr als 15 Leute spielen. Die optimale Spielerzahl laut Boardgame Geek soll 8 bis 9 sein und natürlich am besten in Runden, wo man sich so ein bisschen kennt und das nicht mit komplett Fremden spielen. Ne, hier dann auch wie die First Night funktioniert in den verschiedenen Szenarien. Also da wurde echt nicht an der Materialqualität gespart, und das ist, ne, also scheinbar für jeden Mitspieler gibt es halt für jedes dieser verschiedenen Settings eine so eine Übersicht, dass man da halt immer nachgucken kann, was können die anderen denn jetzt nochmal genau. Und hier sind auch solche Marker dabei, ne, solche Anzeiger hier, die man teilweise auf irgendwelche Marker legen kann. Hier sind so Klemmen dabei, mit denen kann man dann später hier diese Bücher irgendwie zusammen
weil das auch wirklich Spielmaterial ist, Spielfläche. Das heißt so, dass die halt auch schön zusammen sind. Und dann kommen hier auch immer so Marker rein. Ich habe mich ehrlicherweise mit der Anleitung noch nicht näher auseinandergesetzt, weil das ein Spiel ist, wo man, wie gesagt, 8 bis 9 Leute für braucht. Das wollen wir hoffentlich in den nächsten 1-2 Monaten, wenn wir da genug Leute für zusammenbekommen, bei so einem Community-Let's Play mal auf den Tisch bekommen und dann euch da auch hoffentlich ein Video zu machen. Auf jeden Fall werde ich dann darüber berichten. Hier ist noch ganz viel Kickstarter-Extra-Kram drin. Wie gesagt, hier so Filzmarker, wahrscheinlich damit man die besonders leise auf den Tisch legen kann und wenn man die irgendwie hochnimmt, dass es nicht so viele Geräusche macht. Das ist ja klassisch bei Werwolf. Ich habe hier was gehört, ich habe da was gehört. Hier auch noch irgendwelche Marker. Hier sind dann, was war hier drin? Hier waren solche Plättchen drin, die man auch irgendwo für braucht. Wie gesagt, da Flo ist ja super gerne Spielleiter. Das erzählt er auch immer wieder gerne, wenn es um Willen des Wahnsinns geht. Und darum hat er auch schon gesagt, er hatte auf jeden Fall Bock drauf. Und das sind dann so die Marker für die verschiedenen Spieler, wo man dann so eine Rolle bekommt. Und hier gibt es noch irgendwelche Zustände, die man bekommt. Man ist aber irgendwie immer dabei. Also auch wenn man irgendwie ausscheidet aus dem Spiel, kann man noch weiter mitmachen. Also es ist schon echt schick auf jeden Fall. Und hier kann man sich dann auch irgendwie so einen kleinen Buchständer bauen, indem man... Da, hier ist auch schön so eine Maserung drauf, indem man das dann irgendwie so hinstellt und das ist jetzt hier ein bisschen schwierig zu zeigen, aber so vom Grundprinzip her soll das dann so aussehen, wo man dann, keine Ahnung, was auch immer drauflegen kann. Da bin ich mal gespannt. Es hat eigentlich auf BoardGameGeek bisher nur sehr gute Ratings bekommen. Von daher hoffe ich mal, dass wir da einfach Spaß dran haben. Ich glaube, wir haben auch eine Runde, wo das auf jeden Fall gut funktionieren dürfte. Und dann werde ich euch da auch drüber berichten. Hier in den anderen Sachen ist im Prinzip dann immer genau das Gleiche drin, nur dass es halt andere Marker sind. Das sind ja verschiedene Spielsysteme. Es gibt auch irgendwie Tiny Town oder so, eine Variante, die dann gut mit 5 Leuten funktionieren soll. Das müssen wir uns dann mal angucken. Aber ich denke, ich hoffe, dass wir so 8 bis 9 Leute dafür zusammenbekommen und dass wir das Ganze dann eben auch entweder streamen oder filmen können. Das werden wir natürlich nicht hier machen, aber Flo hat da bei sich zu Hause auf jeden Fall Kapazitäten für und dann werden wir das hoffentlich da irgendwie auf den Tisch bringen. Ich hoffe, dass es in diesem Jahr noch klappt, aber so große Gruppen, das ist natürlich immer schwierig, die Zahl an Leuten auch wirklich zusammenzubekommen. Ich habe auch noch The Thing hier und Feed the Kraken. Das ist dann eine gute Gelegenheit, um das alles in einem Rutsch mal durchzuspielen. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an Amelia's Secret. Das hier ist The Magician's Curse Augmented Reality Escape Game. Bei Amelia's Secret war es ja auch so. Man hat bestimmte Karten im Raum verteilt und dann konnte man mit so einem Handy da drüber gehen und dann hat man halt im Handy 3D-mäßig irgendwas gesehen und das funktioniert hier scheinbar ähnlich. Das ist jetzt noch ein Prototyp auf jeden Fall, wobei das sind hier auch so Sticker, das kann man so irgendwo aufkleben, vielleicht auf einen Spiegel oder eine Wand, hier auch hinten. Also kann man dann auch natürlich nur einmal spielen scheinbar. Und wenn man hier, also vielleicht muss man es auch gar nicht aufkleben, dann kann man es danach noch weitergeben. Das soll auch bald auf Kickstarter kommen. Das ist jetzt so mir vorab zugeschickt, weil die Autorinnen halt auch mitbekommen haben, dass ich und das auf meinem Kanal hier einfach solche Spiele sehr gut laufen, wie die sehr gerne mögen und eben auch dieses Amelia's Secret ja schon live gespielt haben. Und das soll dann auch sowas sein. Keine Ahnung, was das macht. Hier startet man irgendwie, also wenn man da mit dem Handy und der App drauf guckt, geht momentan nur auf Android, aber Karl hat ein Android-Handy, das sollte dann also auch ganz gut funktionieren. Hier ist sogar ein Edding bei, aber es ist irgendwie ein Magic-Edding, mit dem man entweder irgendwelche Sachen aufschreiben muss, die man dann vielleicht nur in der Handy-App sieht. Das wäre ziemlich fancy. Oder man, ich habe keine Ahnung, was man damit wirklich machen soll, aber steht beim Spielmaterial irgendwie dabei, dass es ein Magic Pen ist, hier auch. Noch nicht aufmachen. Umschläge sind ja was, was mich immer auf jeden Fall triggert. Ich wette, wenn Stefan das sieht, wieder sagen, spiel das nicht, bevor ich da bin. Also Stefan, falls du zuguckst, dann musst du bald mal vorbeikommen, damit wir das dann irgendwie spielen können. Da würde sich auch bei Karl auf jeden Fall ja anbieten. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch neugierig drauf. Amelia's Secret war ja schon interessant von der Idee her, aber hatte in der praktischen Ausführung dann auf jeden Fall noch Schwächen. Genau, hier steht's. One Magical Pen ist das Ganze. Replayability, man kann alles nochmal downloaden und dann einfach nochmal spielen. Also das geht schon. Spielregeln sind Deutsch und auf Englisch und noch nicht so umfangreich. Aber klar, es ist ein Escape-Team.
ist von Corinne und Eliane, Schwestern. Genau, die haben mich auch angeschrieben. Und ich glaube, es kommt aus der Schweiz oder so. Hier auch einen netten Brief. Viel Spaß beim Ausprobieren. Das wird also auf jeden Fall auch auf den Tisch kommen. Man braucht 2 bis 5 Leute dafür. Also am besten auch vielleicht einfach mit Karl und Annika zu tun. Wäre noch Flo dabei, irgendwer macht den Kameramann, das kann ich ja auch wieder machen. Und das war's für heute. Ich werde, wie immer gilt, wenn ihr irgendwas davon schon gespielt habt, dann gerne ein Feedback dazu. Und so, neuer Tag, neues Paket, es geht direkt weiter. Awaken Realms, hier steht Etherfields drauf. Bin mal gespannt, prinzipiell habe ich Etherfields ja schon bekommen. Ich habe da jetzt keine Erweiterung auf dem Schirm, aber vielleicht sind die da drin. Cool wäre natürlich, wenn da ISS Vanguard drin wäre, aber dann hätte es wahrscheinlich einen anderen Karton und man hätte das schon mitbekommen, dass es einige Rezensenten bekommen hätten. Aber ja, entweder die deutsche Version oder wirklich Erweiterung, was fast ein bisschen fatal wäre, weil ja, ich das Grundspiel noch nicht wirklich mal durchgespielt habe. Attention, do not change the structure of any decks inside of boxes before reading the rulebook. Das werden also Erweiterungen sein. Etherfields 2.0, improved rulebook and game supplements. Genau. Dann haben wir hier einfach die Stretch Goals drin. Harpy and She-Wolf Campaigns. Da gucken wir hier doch einfach mal kurz rein. Und ja, ich bin da ja fast ein bisschen traurig, dass ich die englische Version habe, weil ne, mit dem Text und dem ganzen Fluff und so, es wäre schon schöner, wenn ich mir die auf Deutsch geholt hätte. Aber so kann ich es halt schon früh spielen, früh ausprobieren, euch schon früh zeigen. Und das ist jetzt einfach dann noch der restliche Kickstarter-Kram, der da drin ist. Es gibt zum Beispiel ein neues Handbuch. Das werde ich mir gleich mal angucken. Da bin ich sehr gespannt. Ne? Bei Great Wall soll ja auch ein neues Handbuch dabei sein. Schauen, ob da dann die Struktur besser ist, ob man die Sachen besser findet. Ich muss auch mal gucken, ob hier die Regelanpassung drin ist oder die Variante, dass man eben sich die Slumber ersparen kann. Finde ich jetzt nicht drin, aber da werdet ihr mir sicher auch schreiben können, wo ich die finde. Und dann haben wir hier einfach noch mehr Karten, Powernap und dann eben die Stretch Goals Box. Gucken wir also auch da mal ganz kurz rein. Wir haben hier mehr Masken, die auch schon teilweise ein bisschen rausgerutscht sind. Mehr von diesen Markern. Die Secret Scripts, ne? Das heißt, hier sind dann die ganzen Paragraphen drin für die beiden. Ah, da muss ich mal gucken. Vielleicht macht es ja Sinn, die Kampagne zu spielen, weil die vielleicht einfach ein bisschen kürzer ist und wir dann eher dazu kommen, die auch mal wirklich durchzuspielen. Na, hier ja, haben wir dann auch, also ne, zum einen natürlich wieder diese super krassen Miniaturen drin, die schon auch wirklich echt schick aussehen, echt groß sind. Na, hier mit diesen Doppelflügeln. Und ich werde die natürlich immer nicht anmalen, aber angemalt sehen die bestimmt richtig, 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 richtig gut aus. Und die haben wirklich echt eine Top-Qualität. Also da auf jeden Fall Respekt an Awaken Realms. Das hier wird dann wahrscheinlich, denke ich mal, ein neuer Spielercharakter sein. Ist auch schon echt lange her, dass ich das gespielt habe. Und es ist so toll, so spannend. Flo spielt das ja auch gerade und schwärmt dann nur von und ist begeistert. Und ich bin gespannt, ob er es durchspielen wird. Dann werden wir euch auf jeden Fall noch mal ein Video dazu machen, wo ich dann wahrscheinlich auch noch mal irgendwie entweder die Kampagne hier anfangen werde oder eine andere. Und wir euch dann noch mal so ein Etherfields-Video machen werden. Genau, hier einfach auch noch mehr von den Karten, die man natürlich alle nicht durcheinander bringen soll. Also einfach so eine ganz klassische Erweiterungsbox, wo wir dann hier nochmal 2 Kampagnen drin haben. Hier steht leider nichts über die Länge drin, aber da werde ich auch einfach dann mal Google anschmeißen und oder ihr könnt es einfach ja vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn es wirklich so ist, dass das hier dann irgendwie eine Kampagne ist, die man irgendwie in 10, 20 Stunden durchspielen kann, dann werdet ihr das wahrscheinlich demnächst bei uns auf dem Kanal sehen, weil Karl ist da auch super mega heiß drauf. Ich im Prinzip auch, nur die Grundspielkampagne ist für mich definitiv gerade zu lang, gerade wo wir uns jetzt ja auch auf Essen zu bewegen. Und genau, das war's dann an Neuheiten für diese Woche. Mehr wird es erstmal nicht geben. Dementsprechend schreibt gerne mal Kommentare drunter, wie ihr das fandet. Wie gesagt, viele Leute würde das wahrscheinlich einfach nicht interessieren, aber andere sagen, hey, finde ich schon ganz spannend, mal zu gucken, was bald auf dem Kanal kommt, was so in diesen Spielen drin ist, was es halt auch überhaupt so gibt. Dann habt ihr das vielleicht auch auf dem Schirm und seht die Sachen eben auch schon, bevor ich die auf den Tisch gebracht habe, bevor ich da ein Live-Let's Play machen konnte und bevor ich eine Rezension dazu gemacht habe. Und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Reingucken. Mal gucken, was nächste Woche so reinkommt. Dann werde ich euch vielleicht ein neues Video machen. Es kann eben auch immer sein, dass ihr manches davon dann schon gesehen habt. Ne, weil manche kleinen Sachen, die kommen dann auch und dann bringe ich die gleich abends auf den Tisch, drehe vielleicht trotzdem das Unboxing und wenn dann das Unboxing-Video am Ende der Woche kommt oder so, dann seht ihr es halt alles nochmal, aber es gucken ja auch nicht immer alle das Live-Let's Play, sondern sich eher mal so ein langweiliges Unboxing-Video an. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, bis bald und tschüss!
Musik.